Heute machen wir mal etwas, was ich noch nie gemacht habe. Dementsprechend wird es vielleicht auch ganz lustig. Wir machen ein Pilzrisotto. Ich würde vorschlagen, wir schnacken nicht lange, sondern es geht auch einfach wieder direkt los. Den Knoblauch habe ich off-Kamera noch ein bisschen klein gehackt, zwei Schalotten, ein paar Frühlingszwiebeln gleich zum Garnieren. Das Stückchen Butter ist gleich zum Anrösten. Hier die Pilze, die habe ich in unterschiedliche Formen geschnitten, einfach damit die Konsistenz immer wieder ein bisschen anders ist. Unseren Risotto-Reis und unseren Parmesan. So, wir sehen jetzt, dass das Ganze wieder heiß wird. Und jetzt würde ich auch schon direkt unsere Schalotten und den Knoblauch hinzugeben. Und jetzt gebe ich auch schon direkt unseren Risotto-Reis hinzu. Das sind so ca. 150 Gramm und das Ganze schwitze ich hier schön jetzt einfach ein bisschen an. So, und ihr seht auch schon, wie cremig die Konsistenz wird. Das wird immer besser und besser. In der Zwischenzeit bereite ich hier hinten die Pilze vor. Das Ganze ist heiß genug. Jetzt können die Pilze rein. Der Reis nimmt immer mehr und mehr Flüssigkeit auf. Wir geben jetzt den Rest der Brühe hinzu. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist an Parmesan, aber zu viel Parmesan gibt es nicht. So, und jetzt werde ich das Ganze salzen, eine gute Prise Pfeffer und ein bisschen Muskatnuss. Ich habe das Ganze jetzt einfach mal für fertig deklariert. Ich werde jetzt anrichten und dann zeige ich euch das Ergebnis. Geiles.